Herzlich willkommen bei Turn On, mein Name ist Meru und es geht weiter mit unserer Reihe über Cloud-Gaming-Dienste, heute mit PlayStation Now. PlayStation Now ist der Cloud-Gaming-Dienst von Sony PlayStation. Die haben sowas auch und die sind sogar ganz schön gut in der Konkurrenz. Die haben mit am meisten Abonnenten, was das Ganze angeht. Also, was braucht man, um das Ganze zu nutzen? Man braucht entweder eine PlayStation 4, auf der man das installiert und dann sozusagen das Netz nutzt, oder einen Windows-PC. Außerdem natürlich einen Controller, weil ohne Controller PlayStation spielen, das ist irgendwie nicht so gut. Früher gab es auch noch mehr unterstützte Geräte, das wurde dann aber wieder ein bisschen eingeschränkt. Generell ist PlayStation Now ein Cloud-Gaming-Dienst, bei dem momentan sehr viel Bewegung ist. Also die haben an den Spielen rumgeschraubt, an dem Preismodell rumgeschraubt. Da wird sich mit dem Release der PlayStation 5, bin ich ziemlich sicher, auch noch einiges mehr dran ändern. Also warten wir mal ab. Ansonsten die Internetverbindung, die ihr braucht, denn ihr wisst, Cloud-Gaming ohne Internet funktioniert nie, kann gar nicht. Die wird von Sony als mit mindestens 5 Mbit Datenvolumen angegeben. Das klingt sehr wenig, würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Also ab 15 Mbit seid ihr mit dabei, meiner Meinung nach. Trotzdem im Vergleich ist PlayStation Now ziemlich dateneffizient, sage ich mal. Also besser als viele andere Cloud-Gaming-Dienste. Mit 15 Mbit kann man da schon einigermaßen Spaß haben. Welche Spiele kann man mit PlayStation Now spielen? Also, das Interessanteste ist selbstverständlich, dass man damit auch PlayStation-Exklusivspiele spielen kann. Also theoretisch, wenn man keine Konsole besitzt, ist es trotzdem eine Möglichkeit, um Spiele, auch aktuelle PlayStation 4-Spiele, wie zum Beispiel Spider-Man, einfach so zu spielen. Man braucht einfach nur den Controller und dann geht's los am PC. Es gibt auch jede Menge Drittanbieterspiele, die meistens dann aber nach einem gewissen Zeitraum wieder verschwinden. Zum Beispiel Control wird jetzt bald wieder da rausfallen, aber auch sowas wie Shadow of the Tomb Raider und sowas lässt sich da alles zocken. Es lassen sich auch PlayStation 3-Spiele über PlayStation Now spielen, das ist auch ganz interessant. Und ansonsten ist es ein relativ großer Katalog von über 650 Games, die dort verfügbar sind. Das ist also nicht nur ein Cloud-Gaming-Dienst, sondern auch eine Spielebibliothek. Also ein bisschen was wie der Xbox Game Pass, bloß halt für PlayStation. Das ist ganz interessant. Man kann sich nicht mit PlayStation Now weitere PlayStation-Spiele extra dazu kaufen. Das ist nicht möglich. Also sagen wir mal, ich habe jetzt ein PlayStation Now-Abo und möchte jetzt aber zum Beispiel das aktuelle God of War spielen, was nicht bei PlayStation Now mit drin ist, dann kann ich mir das nicht extra im PlayStation Store dafür kaufen und ich kann mir auch nicht eine Disc nehmen und in den PC reinschieben und das dann damit spielen. Das ist nicht möglich, das läuft völlig separat. Was ist also die Besonderheit von PlayStation Now gegenüber den anderen Cloud-Gaming-Diensten? Also, erstmal natürlich die Spielebibliothek, weil PlayStation-Exklusivspiele sind ein bisschen was Besonderes, die möchte man natürlich gerne mal spielen, auch wenn man vielleicht am PC ist. Dann gibt es noch eine andere Option, die interessant ist. Wenn man PlayStation Now auf der PS4 nutzt, dann kann man die Spiele aus dieser Bibliothek auch herunterladen und dann spielen. Das geht auf dem PC zwar nicht, aber immerhin. Das ist ganz cool, wenn man auf einer PlayStation spielt und die Internetverbindung mal nicht immer so total stabil ist oder man nicht immer so niedrigen Ping hat, kann man die Games auch lokal spielen. Das ist ziemlich cool. Das ist, glaube ich, auch der einzige Cloud-Gaming-Service, der sowas erlaubt. Genau. Ansonsten, wie ist es mit den Preisen? Was kostet das Ganze? Also es gibt verschiedene Abo-Modelle bei PlayStation Now. Wenn man sich für ein ganzes Jahr verpflichtet, kostet das 60 Euro. Wenn man ein Quartal nimmt, kostet das 25 Euro. Und ansonsten kann man auch einfach nur monatlich 10 Euro zahlen, wenn man da ein bisschen flexibler bleiben möchte. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Und zum Ausprobieren besteht die Möglichkeit, 7 Tage kostenlos PlayStation Now einfach mal zu nutzen, um zu sehen, ja, funktioniert das mit meiner Internetverbindung überhaupt oder ist das nichts für mich? Reichen mir die Games oder schaffe ich es, Spiel XY in 7 Tagen kostenlos durchzuspielen? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gut, also, wenn ihr euch auch für andere Cloud-Gaming-Dienste interessiert, dann schaut euch mal alle anderen Videos unserer Cloud-Gaming-Reihe nochmal an. Da könnt ihr vielleicht den richtigen Service für euch rausfinden. Ansonsten würde ich gerne von euch wissen, was ist für euch das Wichtigste an einem Cloud-Gaming-Service? Eher so die Inhalte, eher so die Technik? Was sind für euch die großen Probleme bei dieser neuen Technik und was wünscht ihr euch davon? Insofern, kommentiert gerne und ich sehe euch beim nächsten Teil der Serie wieder. Bis dann!